So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu unserem Let's Play von Rising Sun. Endlich ist es da, wir probieren es aus, wir sind 4 Spieler, laut Boardgame Geek die optimale Spielerzahl. Wir haben uns gerade durch die, nenne ich durch die Regeln gekämpft, die waren eigentlich, klingen erstmal relativ einleuchtend, aber es ist unsere erste Partie, daher werden wir immer noch mal wieder was nachgucken müssen, aber das ist auch, glaube ich, ganz gut zum Regellernen, weil wir werden die Hälfte der Sachen nochmal so zwischendurch kommentieren. Und fang einfach mal an, Marcel, der Startspieler, weil es bei den Clans eine feste Reihenfolge gibt. Ja, genau. Aber als erstes fangen wir mit der Tea Party an. Die Tea Party. Und die ist natürlich gleichzeitig. Also ich kann ja wählen, welche Phase ich will. Oder welchen, was ich mache, ne, als politisches Mandat. Dementsprechend bin ich ein beliebter Allianzführer. Von daher, ihr dürft mir gerne Angebote machen. Und ich bin auch diese Runde zweimal dran. Und ich habe das meiste Honor. Ja, also niemand ist so ehrenhaft wie ich. Aber es ist ja schlau, wenn sich immer zwei verbünden, oder? Nicht immer. Also es gibt wirklich Situationen. Ich habe auf Boardgame Geek irgendwie auch gesehen, dass da in einem Video, da waren 5 Leute am Tisch und es gab keine einzige Allianz. Weil halt, nee, aber weil man halt nicht dem anderen gegönnt hat, dass er mit profitiert. Mhm. Ja. Also, man will ja allein gewinnen. Das muss ich sagen, das könnte mein Gruppen zum Problem werden. Sowas? Nee, dann machen wir das nicht. Ben, wollen wir uns Oshu und Edo untereinander aufteilen? Das klingt erstmal vernünftig. Welches von den beiden willst du? Ich will Edo. Du willst Edo? Warte. Das sind einfach nur Punkte, ne? Das sind 2 Punkte und 2 Geld. 2 Punkte und 2 Geld. Ja. Bei mir sind es halt 3 Geld. Aber mit Geld kann man ja machen, ne? Ja, mit Geld, aber mit Geld halt. Geld ist am Ende der Runde weg. Punkte nicht. Weg. Bleiben. Ich nehme mal Edo. Du nimmst Edo? Wenn du mich schon so fragst. Ja, wollen wir uns dann einfach mal zusammentun? Ja. Was macht ihr denn da? Will denn keiner wirklich hier auswählen, nee, welche. Ich würde mit dir zusammen spielen. Dann gib mir deinen Jan. Nee. Ich glaube, das wird Marcel mehr als dir. Ich würde es nicht geben. So, dann haben wir ja die Tee-Party eigentlich ziemlich schnell hinter uns gebracht, praktisch. Ne? Dann fangen wir an. Ja, das ist nur, weil wir noch keinen Plan haben. Das wird sich, ja. Kannst du mir mal die obersten 4 geben, nachdem sie gemischt sind? Das sind sehr wahrscheinlich. Du nimmst jetzt quasi also ein gutes raus. Ich finde das für die Farben auch gut. Ich kann jetzt einen rausnehmen, den ich nicht so toll finde. Das war schon fast ein bisschen kitschig. Also, ja. Das beißt sich so ein bisschen. Nein, das beißt sich nicht. So, was wolltet ihr denn machen? Ich mach doch irgendwas, was mir auch was bringt. Das hier. Das legen wir mal dahin. Und dann kommen die hier zu Ben als nächstes. Achso, bei dir ist es egal, was du legst, ne? Genau. Und dann sag ich mal, was lohnt sich, Tabea? Was ist denn deine Idee, was du gerne hättest? Du hättest natürlich gerne hier Recruit, ne? Wie kann man sich bewegen durch Marshall? Ne? Also nee, nicht Recruit, sondern Marshall, Train. Ja. Dann zahlst du ja 2 weniger, ne? Mhm. Dann finde ich es ja fair, wenn du... Was willst du machen? Damit deine Spezialfähigkeit triggert, was ist, wenn du noch einen Coin gibst? Ernten. Weil du kriegst ja 2 Coins Rabatt dadurch. Ich kann mir und du kannst dann auch einen 2-Coiner nehmen. Aber kann wenn ich das nicht, noch da ist. Aber, das ist ja, aber du hast ja, guck mal, es gibt viele Spezialfähigkeiten, die 2 Coins kosten. Das könnten wir natürlich machen. Ja. Dann machen wir das. Mhm. Dann sag ich, dass das jetzt Train ist. Okay. Dann kriege ich den Coin von dir. Achso, wir machen das jetzt direkt schon. Wir legen jetzt nicht alle. Nee. Achso. Ah. Ach, schon, Entschuldigung, bitte. Nein, alles. Ja, ja, genau. Also, dann nimm das nochmal. Okay, dann gebe ich dir mal einen Coin. Genau, so, dann ist das jetzt hier. Nein, umdrehen. Nein. Genau. Das ist das, was ich sage, was ist das? Ach so. Das ist egal. Also wir machen Train jetzt. Wir machen jetzt Train. Ganz genau. Alle machen wir Train. Und du, genau. You go first. You go first, ganz genau. Und dann sage ich, by one available season card, hey, it's cold. Das ist natürlich blöd, dazu als letztes dran zu nehmen. Dann zahle ich 1 Gold und nehme mir natürlich hier den da. Ich zahle also 1 Gold statt 2. Mhm. Und der wird zum Shinto. Oder? Geld habe ich eigentlich genug, ne? Und 10 Karten ist für die Aktion zweimal, ja? Hier drin? Ja. Jetzt darfst du dir auch noch einkaufen. Mhm. Die sind ja alle ganz geil, ne?
Achso, den habe ich dann natürlich. Ich gebe mal 2 aus und kaufe mir den Way of the Shogun. Jetzt kriege ich immer am Start der Warface 3 Münzen. Nicht vergessen, die Aktion auch zu triggern halt. Also. Das passiert automatisch, oder? Ja, dass man halt daran denkt. Ja, ja, das vergesse ich nicht. Wenn ich auf meine wenigen Münzen gucke, werde ich sagen, da war ja noch was. So nur Pass of the Light, das war doch für die Shinto-Sache hier, ne? The end of recruiting many new players. Guck, der bleibt übrig, sag ich doch. Ja, oder ich will aber vielleicht auch den Way of the Shogun. Aber der ist eigentlich, also solange ich jetzt noch keine Honor kriege, ist der ganz aber cool. Aber es ist auch vor allem eine, es ist eine Miniatur und die hat einen Force. Also, ja. Was hast du gekauft? Ein Path of the Canyon. Und er ist für Oma, ne? Und, ja, aber ich glaube, für Oma kriegst du auch noch andere, ne? Für Oma kriege ich auch den. Oder den da hinten, ne? Da, ja. Das ist für, ich kriege Siegpunkte für alle, die von, von dir umgebracht werden. Aber... Für jede von deinen Figuren, die stirbt. Aber ich muss, ne. Also auch durch hier Punchu, ne? Seppuku. Seppuku, ja. Ob das Sinn macht oder nicht, ist egal. Also ich glaube, hier nicht. Und drauf aufs Feld. Der ist geil. Ich darf ihn jetzt direkt hinsetzen. Richtig. Alter. Ja. So ist das. Der steht ein bisschen schief, ne? Ja, ich muss den Plastik. Ja. Aber vielleicht sollte er auch so, damit er... Ja, der ist, der ist so im Angriff. Schon. Vielleicht ist das aber auch so. Ich weiß nicht. Stört's. Alter, sehr viele Hände. Okay. Dann ist jetzt der liebe Benjamin dran. Jetzt verstehe ich. Okay, will ich vielleicht doch nicht harassen. Dafür kann aber Peter kann dir auch was bieten. Zum Harvesten. Und bei Betray könnte ich jetzt schon sagen, hier gehe ich mit rein. Ja. Nicht, dass hier Betray bei ist. Ich weiß, dass da Betray bei ist. Weißt du das? Weil ich es weitergegeben habe. Bei Harvest ist die Sonderfähigkeit You and Ally Collectory. Welche Münzen kriegen wir da? Oder das ist einfach stellvertretend für das Feld hier? All players collect one coin. Ah, ein Wenn ich jetzt nicht falsch verstehe, aber ich. Und wie baue ich Strongholds? Über Marshall. Marshall steht unten drunter. Ah. Das wäre natürlich was, was dir entgegenkäme tatsächlich. Mhm. Aber dann habe ich kein Geld mehr. Kann ich einen Stronghold irgendwo bauen oder muss da eine Figur von mir sein? Weiß ich jetzt ehrlich. Guck mal nach. Warte mal. Okay, dann würde ich mal. Ich mach das einfach mal. Müsst ihr einfach hier ausprobieren. Wir machen Marsch. Anywhere. Also in jedem Fall anywhere. Tatsächlich. Ja, das habe ich. Stimmt, das habe ich schon gesehen. Also jeder von uns darf das auch anywhere. Move each of your figures. Across one border or shipping route. Das heißt jetzt auch wieder so, dass ich anfange? Ja, nicht zuletzt. Genau, dann okay. Du halt die beste Situation. Müssen wir alle bewegen? Nö. Okay. Alles kann, nichts muss. Aber du bist auch angrenzend zu Peter. Ja. Und eine Figur von dir hat Stärke 3. Oder du kannst aber auch zu dem da unten. Genau. Ja, aber hier wird nicht gekämpft. Stimmt. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ja. Bei mir aber, auch, das ist voll gut. Wobei, wenn Harvest kommt, ne? Wenn Harvest kommt, würde es halt... kriegst du 2. Der 2 nicht. 2 Ronen nicht. Wenn ich hier in Edo allein bin, gewinne ich dann den Kampf oder nicht, weil da gar kein Kampf ist? Du gewinnst alleine. Okay. Ist überall, wo Kampf ist, sind so rote Dinger, ne? Da wird man das. Also auch ohne Gegner. Ich erober einfach die Provinz dann unterwerf die. Und ja, du... Ja. Wie heißt das bei Cthulhu? Prügelst die Scheiße aus ihnen raus. Wie heißt das bei Cthulhu, wenn man die Provinz... Man verheert sie? Er verheert, genau. Ja, ja, dann gehe ich mal mit dem hier rüber. Und ja, dann kann ich auch noch bewegen, ne? Theoretisch. Nee. Ah, ja, jede Figur ein, genau. So, wenn ich meine Provinz halten will, sollte ich ja den Dicken da eigentlich sitzen lassen, ne? Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch meinen Daimyo irgendwo hinstelle. Hm. Zum Beispiel Kensai, bist du auch an Grenzen? Ne? Ich kann auch nach Shikoku. Ja, stimmt, du bist überall an Grenzen. Jo. Und wenn wir bei einer Region sind, gewinnen wir die beiden, mit der meisten Stärke in den Kampf. Und wir kämpfen nicht gegeneinander, die Figuren bleiben da stehen. Ganz genau. Und wenn doch ein Kampf ausbricht, weil einer von uns reingeht, dann kämpft ihr schon gegeneinander praktisch, aber es stirbt keiner. Also es ist jetzt nicht von Nachteil, ne? Meine ich nur. Aber du kannst zum Beispiel Seppuku machen. Mhm. Ja? Oder einen Hostage nehmen. Oder der Hostage kann auch von deinem Allianten sein, also von deinem Alliierten.
Ohne dass die Allianz bricht. Ohne dass die Allianz bricht, ganz genau. Ne? Aber dieser ganze Step würde nicht auftreten, wenn, wenn es dazu halt nicht kommt. Mhm. Kannst du mir noch die beiden Yin Yang da rot und orange geben? Stört irgendwie mein Empfinden da gar nicht. So, Peter. Ich bleib mal so. Beim Tapir. Ich habe keine Ahnung, was ich meine. Ich auch nicht, aber ich finde Ausbreiten echt gut. Also du könntest, du musst eine Provinz noch. Peter, jeder hat. Guck mal, es sind 8 Provinzen und 4 Leute. Aber ich nehme nehm die 3 hier. Ja, genau. Du bist auch erstmal nur mit einem kleinen Nova gegangen. Ja, aber er hat ja auch eine kleine. Ich wollte meinen Daimler so nicht irgendwie in die. Du kannst auch 2 Provinzen nehmen. Ja, aber dann muss ich entweder mein Monster oder den Schwarzen bewegen. Wobei ich brauche die Kurve, also Kansai ist die einzige, die bei mir angrenzend ist. Ja, nee, ich glaube, ich bleib da mal. Jo, jo, jo. Hm. Meine Heimatprovinz ist für mich vollkommen unbedeutend, oder? Da starte ich einfach durch. Die kann ich auch noch bewegen. Nee, wobei. Ist ja auch blöd. Deine Heimatprovinz? Nö, die ist halt. Ist ja nicht deine Heimat. Also, ich habe gestartet. Du hast nur da gestartet, ganz genau. Hier bin ich ja, also ich kann jetzt einfach hier reingehen mit dem einen. Mhm. Und du kannst auch die bewegen, ne, die Schildkröte. Genau, ich könnte ja auch mit dem hier und mit dem hier reingehen. Genau, mhm. Dann hast du da 2 Forts drin. Du hast einfach nur einen mit dem, ne? Genau. So. Mal gucken, jetzt dürfen wir beide 3 Geld ausgeben, um eine Festung zu bauen, ne? Ja. Genau. Und die kannst du auch irgendwo platzieren, also auch in der Heimatprovinz. Ne? Stimmt, da wollte ich ja. Auch hier? Ja. Interesting. Ja. Das öffnet mir ganz gut. Du kannst Festung bauen, ohne dass da ein Typ steht. Kyushi. Einfach ja, überall. Ja. Festung kannst du überall auf der ganzen Welt bauen. Mein Gott, wo ist da? Das dann bringt ja Peters Vorteil gar nicht mehr so viel. Adjacent to a province. Und. There is no limit to the number of strongholds. Aber er kann die Figur überall hin beschwören, ne? Wir können die nur in Festung beschwören. Ja, er kann überall hin beschwören und er kann auch überall aber, hinlaufen. Ja, gut, okay. Das heißt, er ist etwas schneller mit dem Ausbreiten. Ja, ist sehr schnell. Na, und er hat auch 6 Münzen. Ich habe halt 7 Münzen, weißt du? Also, es ist schon so. Ich habe nur eine. Ich habe eine? Ja, ich habe eine nur am Start. Ja. Gut, das war das dann, oder? Mhm. Dann ist jetzt Peter dran. Zieht die nächsten 4. Oh, sieh mal! Es ist ein Recruit dabei. So, dann darf ich jetzt. Nee, ich fange an. Ja, stimmt, ja. Ich, Was nicht von Nacht. Aber das kostet mich jetzt nichts, oder? Ich beschwöre einfach jeder Stronghold eine Figur. Ja, kostet nichts. Geil! Und weil wir alliiert sind, one additional. Insgesamt aber, ne? Das sind aber keine Figuren. Nee. Da habe ich mir fast gedacht. Das sind Kickstarter-Extras. Das ist wirklich schade, oder? Stell dir mal vor, das wären halt Plattpäckchen. Also, oder auch die hier, die wären auch noch im Original. Also falls jemand diese Stihatten das total kacke findet, meine Adresse steht im Impressum. Ich zahle per PayPal. Ich weiß ja noch nicht, ob das Spiel jetzt für dich toll ist, aber. Ich zahle per PayPal. Du zahlst per Klicks. So, wenn ich worshipen oder will ich mehr Leute da? Vielleicht ist es. Kann das Stronghold irgendwie auch kaputt gehen bei einem Kampf? Nicht, dass ich wüsste bisher. Gibt es vielleicht Karten? Ich weiß es nicht. Aber ich spiele 3 Runden, habe ich nur 4 Strongholds, also. Ja. Und wer weiß, wie oft Vielleicht kann man auch Strongholds übernehmen, aber ich glaube, das würde im Januar auch zu stark, im Frühjahr auch zu stark sein. Tabea, nur als Hinweis, ich glaube, da will ich auch hin. Und weil du mein Ally bist, gebe ich dir die Chance. Meinst du, das heißt. Dann bringe ich mein, es mir nicht. Weil es bei mir sowieso egal ist, stell es dahin. Weil mein Honor so niedrig ist, ne, meinst du, willst du mir damit sagen, das bringt mir dann nichts? Dann müsste ich noch eine Figur reinstellen, das stimmt natürlich. Ganz genau. Ne? Weil dadurch, dass ich es haben will und dann kriegen würde. Aber ob ich einen weißen oder einen. Ich glaube, Marcel würde ich zu seinem Vorteil manipulieren. Das glaube ich auch, weil wer eine Allianz ist, ist das aber auch normal. Aber ich kann es nur in meinen Stronghold, das heißt, dann kann ich sie nur da einsetzen. Ich kann ja nicht den See jetzt zu der Schildkröte, die mich da gerade besuchen kommen. Das geht leider nicht, nein. Das kann nur Peter.
Dann bin ich dran, ne? Mhm. Ja, ich habe auch nur eine, ne? Was ein bisschen schade ist. Der zählt hier auch einfach nur einen, ne? Der zählt dann nur einen. Da kann man eine Karte kaufen von Geld, das man nicht hat. Mhm. Aber man kriegt erst hier das Geld und kann das hier ausgeben, wenn man beide bekommen sollte. Da rattert jetzt gerade in mir, aber was? Das ist, also, das Spiel gibt schon, es hat schon Möglichkeiten. Das ärgert dich nicht. Ja. Hm. Und schon ist man auf der Juni. Und schon ist mein Plan dahin. Weil ich ihn ausgeschaut habe, weil du einen neuen hast. Es ist aber auch wirklich, was soll ich jetzt machen? Also wenn, ich wollte schon sagen, wenn ich mich jetzt da nicht hingesetzt habe und du dich jetzt auch nicht hinsetzt, das bin ich dann schon so ein bisschen... Ja, das tut mir leid, aber ich wollte ja nicht dir deinen Ronin-Abspann machen. Ich wollte ja nur, und jetzt ist aber anders. Also ich nehme jetzt... Konsequenz ist alles. Ja, wohl. Recht hast du. Danke, Peter. Ich helfe gerne bei sowas. Benni hat keine gute Zeit in Kansai, sage ich dir jetzt schon. Hab ich nicht? Nee. Ich weiß nicht, ob deine Zeit in Nagato so viel besser ist. Ja. Wieso, da hast du deinen Traumhüter wieder rausgenommen? Ja, war es von mir, gell? Ja. Aber wir können ja potenziell noch was im Recruit machen, ne? Der bringt einfach nichts, außer dass er... Den kannst du nach oben. Und der hat keine Effekte, verstehe. Ich mach hier auch mal mit, stell mal einen hier hin und einen... Willst du da wirklich einen hinstellen? Peter braucht auch das Geld. Ich habe nur noch eine Münze. Ich brauche eine Münze. Ich auch. Ben hat auch nur noch eine Münze. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass du mit dem... Aber du kannst aber zwei hinstellen, ne? Ja, eben. Also... Ich kann zwei sammeln. Das heißt, ich könnte einfach zwei da hinstellen. Warte, ich kann aber auch einen da hinstellen. Ja. Also die auch zwei Münzen, die sind schon viel. Dann muss ich da auch drei hinstellen. Ne? Ja. Aber drei ist halt... Drei ist viel. Drei ist echt viel. Da kannst du auch viele coole Sachen sonst auf der Map machen, weil die bleiben ja erhalten. Ne? Figuren, die auf der Map sind, bleiben ja erhalten, potenziell. Also, wenn sie nicht gekillt werden. Ja, klar. Aber zum Beispiel, wenn die jetzt nach Kyoto, oder bleiben sie erhalten, weil da ist ja kein Kampf. Da gibt es nur ein Protokoll. Und in Edo gibt es noch so ein Spiel, was ich auch gerne gespielt hätte. Ja, ich meine, dann nehme ich auf jeden Fall mal den da, damit das hier nicht irgendjemand nimmt. Das heißt, eingesammelt. Dann, du kannst auch Monster sammeln, ne? Ja. Ach nee, kann er nicht. Wie kannst du jetzt sammeln? Weil ich für jedes Stronghold, was ich habe, einen extra. Was? Wo ist diese Karte? Warum habe ich nicht gekauft? Weiß ich nicht. Was war das? Das da? Hier. Ja. Für jedes Stronghold, das ich in habe. In any of your Stronghold. In any. Und da ich es may aber summon ja any, in any province. Okay. Ja, aber du hast trotzdem eine Einzel-, also. Ja, aber er hat zwei Strongholds. Das ist kein Summonen, ne? After you summon, you may place an extra boost. Okay, das heißt, ich kann nur zwei da hinsetzen, dann kann ich einen hier hinsetzen und einen da hinsetzen. Genau. Das ist wichtig, das ist kein Summonen. Es gibt auch noch später Spezialfähigkeiten, die darauf dann Rücksicht nehmen. Was hat die für krasse Fähigkeiten? Was war das jetzt nochmal? Das hat mich zwei gekostet. Ich kann nur einfach einkaufen. You may place an extra bushi in any of your strongholds. Und ich kann halt eine Edition. Du hast jetzt vier Kommissions. You may place an extra bushi in any of your strongholds. Also kannst nicht du nicht einen pro Stronghold, sondern darfst einen extra setzen in irgendeine deiner Strongholds. Genau. Also nicht hier versuchen zu scheißen. Also es waren jetzt, wie viele konntest du? Du konntest jetzt drei setzen, ne? Ich konnte drei setzen plus den einen, weil ich gut gewählt habe. Also vier. Und so. Benni, du hast auch drei gesetzt, ne? Ja. Das heißt eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist richtig. Wie konntet ihr drei? Ich hab's im Moment. Zwei für die Festung und einen für das zusätzliche. Weil wir Eddie sind. Ja, weil ihr zwei Stellungen schon habt. Ach. So, dann ist jetzt der Kami. Der Kami-Turn, ne? Dann gehen wir jetzt einfach los. Zuku Dimuyu, zwei Geld. Ach, das kommt. Ach, das machen wir jetzt. Das machen wir. Dann nicht. Okay, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ich dachte, das wird auch irgendwie jetzt am Ende. So, ich kriege jetzt zwei Punkte. Voll mächtig.
Ja, ich krieg zwei Ronin. Ja. Ich krieg nichts, weil ich nicht möglich bin. Und ich krieg jetzt eine Karte. Das ist besonders geil, Leute. Das ist ja wirklich. Jetzt müssen wir mal gucken. Sie sind wir wirklich dran. Die Allianz durchbrechen. Nee. Auch drei Geld pro Warface ist natürlich auch nicht schlecht, ne? When you spend any, you may give one spend to any other player. Ach, das könnte ich natürlich auch machen. Ja. For each of the figure that is killed. Nee, das habe ich ja nicht vor. Also das ist mit dem, das Bushi, das ist ja schon auch ein gutes Upgrade, ne? Also auf jeden Fall kaufe ich eine Karte für zwei. Einfach, weil ich es habe. Das ist at the start of your war phase oder after you summon, you may place an extra Bushi. Ja, ne? Mhm. Aber da müsste ich die Strongholds müsste ich noch ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt natürlich nicht gemacht. Nee, das machen wir trotzdem. Ich hole mir also auch. Ich kopiere Peter. Danke. Ma. Dann ist als nächster der dran. Tabea. Ja. Ich darf jetzt hier viel nehmen. Richtig. Mhm. Ich wäre dir ausgesprochen dankbar, wenn du. Du bist. Du kannst du bestechen. Da kannst du eines wieder bestechen. Die bleiben da oben stehen oder kommen die weg? Danach. Also, okay. In jeder Season. Wir bauen da jetzt einfach drauf auf. Das heißt, du kriegst jetzt 3000 Karten, wenn wir dir nicht vorgereist machen. Und ich bin reich und ich bin hier im Kampf. Sehr gut. Welche Siegpunkte glaubt man hier? Die Siegpunkte. Also, ich habe zwei davon. Das ist ein Konzept in Brettspielen. Das Ruhm und Ehre, ja, Prestige, ja. Ist abstrahiert so ein bisschen. Aber ich nehme da einfach nur einen Punkt. Bei Through the Ages heißen sie Ruhmespunkte übrigens. Ja. Variation. Ja. Was heißt du denn, was würdest du denn eventuell, könnte ich? Du musst mir nur sagen. Was willst du denn hier? Na, ich finde ja Recruit total cool. Ne? Könnten wir auch mal Figuren aufs Feld bringen. Ja, weil die können. Und ja, wir können halt, oder Marshall, und dann können wir erstmal Strongholds bauen. Weil das, Marshall ist obwohl du leider hast, aus. Nee, und vor allem hast du, oh, doch, du hast drei. Marshall ist leider aus. Das ist blöd. Gut zu wissen. Harvest bringt uns auch nichts. Also doch, Harvest bringt dir als einzigem was, aber es bringt dir auch nur ein Geld, ein Ronin und ein Ding. Und Ben bringt es 3 Siegpunkte. Nee, bringt uns gar nichts. Weil Ben ist nicht you and you are there. Genau, also Harvest ist relativ schwach, finde ich. Für mich nicht. Ja, aber das ist nur. Ein Siegpunkt, ein Geld. Aha, da liegt jemand stehen. Also. Ja, das ist jetzt nicht so der Bringer. Marcel, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Nee, ich finde, also, ja, generell, also, du kannst viel coolere Aktionen machen. Du kannst zum Beispiel, ich meine, rekrutieren. Eine additional. Ja, ich schwanke im Moment zwischen Recruit und Train. Oh doch, Train ist auch gut. Dann kannst du auch noch eine Season Card. Und vor allem für zwei weniger, ne? Eben. Wo du so geldarm bist. Ja, genau, das denke ich mir gerade. Das war mal mein Gedanke, dass ich mir nämlich die noch hätte, gerne hätte. Für nix. Für Umme. Sehr gut. Chapeau. Dann machen wir hier... Path of Light oder Time Your Upgrade. Nee, wir nehmen den da. Dann zahle. Ach nee, du zahlst ja nichts. Ich zahle. You and your editor to pay one less. Oh ja. Entschuldigung. Also du kannst gerne, wenn du willst. Nein, ich würde es aufnehmen, wenn irgendwas passiert. Nee, du brauchst nicht zahlen. Ich habe für dich dein gutes Wort eingelegt. Ja, ja. Das merk schon. Okay, da einfach die eine Figur, die ich einmal habe, hat ein, wie bin ich denn der hier, ein Power mehr, ja? Genau. Ja. Aber es ist für Umme. Das ist halt Feier. Also geschenkt. Muss man kaufen? Nee, ja, aber für Umme. Kostet du nichts. Ja. Nee, musst nicht kaufen. Ja, aber kaufe ich. Weil das ist nichts. Halt Force 2. Ist halt. Ja. Ja, das ist ja. War Upgrade, Enchantment, Enhancement. So, ich habe jetzt nur noch ein Geld, von daher könnte ich mir höchstens dieses. Ding kaufen, dass dein Geld, dass du dein Geld. Dass du noch mehr Geld ausgeben kannst. Ich krieg dadurch auch mehr. Und Siegpunkte. Und zwei Siegpunkte. Mhm. Nur ich habe leider gerade kein Geld, deswegen ist es so ein bisschen unattraktiv. Von daher, ich lasse es. Ich setze aus. Dann kriege ich die nächsten vier Karten. Du könntest ja jetzt. Das ist die Frage, was wollten wir machen? Train wollten wir denn jetzt machen. Und
was haue ich weg? Nee, Train hat er gerade gemacht. Ja, stimmt. Ja, die Recruit wollten wir machen. Recruit wollten wir machen. Also du hast es eh wieder ansagen, ne? Weiß nicht, ja, genau. Was wenn am meisten ich könnte, grün... könnte, jetzt ist die Frage, was soll ich denn davon wegschmeißen? Ich kann ja jetzt eins wegschmeißen. Ja, ich überlege gerade, was Ben wollte. Aber du weißt ja, was ich habe. Die Frage ist, ob ich auch einen Recruit wegschmeiße. Das ist gut, der Feind denkt, oder ich hätte einen Plan. Nicht ein Recruit, Marshall wäre das ja, ne? Marshall ist das ja. Ah ne, Marshall ist das mit dem Stronghold bauen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Recruit können wir auch machen. Stronghold. Der braucht sowas. Aber bei Recruit, der baut was? Ja Peter schon wieder 3. Ja. Wenn wir Recruit machen, baut Peter 3, Benny 2 und wir beide auch 2. Dann verbaut das Recruit als Marshall. Ja, aber wenn wir halt erst Marshall machen, dann können die ja Recruit machen, meinetwegen. Dann können die, deswegen meine ich, aber okay, dann könnt ihr was anderes wegschmeißen. Also, ja, also machen wir das mal jetzt hier weg. So, ja. Der kommt oben rauf, bitte. Und dann fängt Ben an. Und das war jetzt ein Marshall. Ein Marshall. Und das Festung machen könnt jetzt nur ihr machen, ne? Richtig. Und ich kann mich nur ein Feld weit bewegen oder überall hin? Across one border or shipping route. Du kannst das Kyoto wieder zurückbauen. Das Kyoto ist ja ganz schön mistig. Das mache ich auch in der Tat. Dein schwarzer zählt 2. Du kannst auch deine Schildkröte da hinten aus dem Raum da wegbewegen. Wenn mir eher als du. Okay. Hier ist was. Keine Ahnung, was Sinn macht. Ich hab da aber ein Monster nebenan. Ja, der ist nebenan. Ich glaube nicht, dass das solange ich ehrlos bin, ist das Monster ziemlich böse. Mal anhören, ne? However, strongholds may never be killed, never be taken hostage and never be replaced by a betray. Nee, also, das heißt, wenn sie. Naja, ich sag ja nur, weil die kämpft ja auch irgendwie. Ja, meine jetzt. Und da ist natürlich dann wirklich der Vorteil, dass deine sich bewegen können, richtig stark. Ja, aber wenn du vor deren nicht bauen da nee, aber wir bauen da eine hin und die steht dann da für den Rest des Spiels. Die können, weil wenn die nicht zerstört werden kann, dann steht sie da. Ja, wir können es ja nur 6-mal im Spiel bewegen. Höchstens. Gar nicht so viel, ne? Schlecht nur 3 Runden? Krasser Scheiß. Das dauert aber schon. Es wird jetzt auch eher mehr werden auf dem Bereich. Mehr Monster, mehr alles. Klar. Und das Krasse ist dann, dass halt die Season Cards, nicht nur die Monster, sondern auch da kommen halt krasse ganz Season viele Cards. Season Cards halt, also jetzt nicht nur die, die wir jetzt spielen, sondern halt die, die da in den Expansions angestellt sind. Das heißt, du kannst wirklich immer ein anderes Spiel draus machen. Wenn ich mir jetzt hier dazu stelle, ne? Ja. Dann steht es 1-1. Und ich habe immer noch am wenigsten Ordnung. Aber du kannst. Aber ja, ich habe mein Monster. Kannst, aber das ist ja erst Kampf 5. Du kannst ja in Kampf 1 bis 4 irgendwo Seppuku gemacht haben. Mit den vielen Figuren nicht machen. Ja. Wo bist du? Ich bin hier nicht. Ah. Ich mache eine Nagata. Ich werde das nicht als Kriegserklärung. Das da drin du weißt, ich habe 2 Ronin. Naja, deswegen habe ich jetzt ja noch einen eingesetzt. Dass sich da bei Kampf 1 und ich immer die meisten noch keiner hinbewegt, ist mir irgendwie ein bisschen, finde ich, komisch. Wo ist Kampf 1? Hier. Bei mir. Ach so. Und da ist noch niemand. Das finde also, ich... Da steht ja auch der große Dreier da. Ja. Die Chance, sich zu bewegen, hattet ihr. Also ich finde, Harvest ist momentan sehr interessant. Wer war jetzt dran mit bewegen? Ich bin dran mit bewegen. Achso, ja. Ja, jetzt mach doch mal die Schildkröte platt. Ja. Oder du gehst auf den Orangenen. Kannst auch reingehen mit deinem Großen. Dann kämpfen wir zusammen gegen Benjamin. Und ich zieh noch raus. Wirklich, das ist mal ernst. Aber ich zieh raus. Steps, sechs. Ach so, hab ich schon bewegt? Nee, hey, ich bin letzter. Ja erst noch ich bin dran. Letzter, genau. Du bist letzter. Ich muss noch überlegen. Das ist schlau. Ich habe ja nicht so viele Figuren. Du kannst auch hier ordentlich... Ach so, da ist ja kein Kampf. Ja, macht nichts. Ja, ist auf jeden Fall nicht überfrachtet. Das ist eigentlich ganz angenehm. Da hast du ja auch, du hast immer noch Force 2 zu Hause. Also von daher ist jetzt... Aber mit Summon kann ich überall rein summen, ne? Nee. Wo? Nur da, wo ich Festung habe? Achso, da, oder? Was wird das denn jetzt? Du
bist mit der Schildkröte viel zu nahe gekommen. Also dann. Und dann ist die Sache, ob ich da oder dahin gehe. Na, ich guck mal hier zu Peterchen. Hallo. So. Ach, und den können wir noch kaufen, ne? Ach so, ja. Für 3. So, wo ist jetzt schlau hinzubauen? Ich baue da ein. Ich weiß nicht, warum was jetzt gut wäre. Da. Soll ich dir einen Gefallen tun und dich nachher verraten? Hier kommen nachher meine Männchen immer ran. Ich weiß, wenn wir jetzt rekrutieren, weil der bringt uns das richtig viel eigentlich. Dann, oder? Ist es eigentlich besser, dass ich ein bisschen weiter weg bin. Also ich hätte dann, oder? Fast alles auf dem Brett. Um mobiler zu sein, ist besser, so mich jetzt ein bisschen weiter wegzusetzen. Ich habe auch hier ans andere Ende gesetzt. Und ich könnte mich jetzt mal hier hinsetzen. Ja, oder Piloto kannst du auch, ne? Obwohl, das ist aber auch gut da. Ja. Gut. Was soll das denn? Jetzt kommt ich wieder der Cameo-Turn. Ich wollte mal zeigen, was ich kann. Hier. 2. 2 Punkte. 2 Punkte. 2 Ronin. Okay, das da oben habe ich noch nicht, nicht richtig verstanden gehabt. Und eine Karte. Das ist die Frage. Die Karten resetten wir auch nach der Runde. Dann. Nee. Ich denke nicht. Ich nicht? Krass. Dann bin ich mit meinem Path of the Cannon eigentlich sehr zufrieden. Ist die Frage, ob ich da noch... Doch, das machen wir auch nochmal. Oder nicht. Oder vielleicht doch. Ach, ich weiß auch nicht. Ein klares Vielleicht. Ein klares Vielleicht, ja, eigentlich ist nicht so schlecht. One spend to another player. Ja, ach, komm, wir Kreuz. Ronin kriege ich nur in den, also kriege ich nur über das Erdenbier oder sonst noch irgendwo durch? Hier durch. Marcel. Ja, Marcel, der hat die Regeln schon gelesen. Das habe ich vorher. Nochmal, du hast geschummelt. Kriegst du nur über was? Du kanntest die Regeln schon vorher, das heißt, ich merke schon, du hast ganz anders angefangen zu spielen. Ja. Die Ronin habe ich jetzt damit gekriegt. Ja, halt genau. Na, ich wusste nicht, wie man Ronin kriegt. Es gibt doch schon noch Karten, mit denen man die kriegt. Bei Harvest? Den kann ich nur mit Monster betrayen, oder? Oder auch mit normalen Figur? Bei Harvest bekommst du ja 5 Geld, 6 Punkte. Und ich bekäme... Das ist eine sehr starke Aktion. So, das ist echt, für uns ist es echt das Beste. Was denn Harvest? Ja. Harvest gibt viele Punkte, ne? Gibt Punkte und Geld. Und wir kriegen das hätte man auch machen müssen, eine Münze. Ihr seid ja auch ganz schön. Das ist aber gerade ein bisschen unangenehm. Vorher war es noch. Hier nicht, da nicht, da kriegst du es nicht. Ja. Das stimmt. Also, du kriegst 6 Siegpunkte und 2 Münzen. 2 Münzen? 5. Naja. Nee, da ist 1-1. Nee, aber. Ja, aber er ist in der. Oder? Er ist in der Riga. Ja, ich glaube. Ach, das ist doch scheiße. Ich glaube, das zählt schon wieder. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist 1-1, dann kriegt er das, ja. Ich krieg 4 Geld. Die Alternative wäre halt recruiten, aber. Das kann ich ja machen. Ja. Ich mach mal Harvest. Hier. Wir harvesten mal alle. Mhm. Das ist natürlich echt. Das heißt, ich krieg 6. Ich habe einen Harvest weggepackt. Ja, aber. Eins kommt raus. Also, ob das Peter oder. Also, ich krieg 3 Ronins. Und 2, 5 Geld. Und 4 Geld. Boah, das ist echt. Das sind echt starke Runde. Und 1 Punkt. Ich merke schon, dass ein Spiel, das muss ich glaube ich mindestens 3-mal gespielt haben, bis ich es verstanden habe. So, und jeder kriegt ein Geld, ne? Oh ja. Und jeder kriegt ein Geld. Jeder kriegt ein Geld? Oh. Ja, das ist Harvest-Aktion. Gut, dann ist Peter dran. Dann gehen wir mal die anderen rein. Da ist jetzt kein Harvest mehr. Train, Betray, Recruit, Betray. Also ich würde es dir echt anbieten. Ist es okay, wenn ich dich jetzt verrate? Dadurch verlieren wir gerade nichts, oder? Nee, aber er wird schwächer.
Weil? Weil ich dann der Dishonorste bin. Nee, der wird nicht schwächer, weil ich bin dann immer noch... In der Provinz. Ich habe in der Provinz so, immer der, noch in weniger. Der, in der Schwäche. Nee, dann macht's. Dann macht's. Das ändert daran nichts. Ist der Ruf erst ruiniert. Aber ich verliere nur eine Figur dann, ne? Wieso verlierst du? Weil das eine Stronghold ist. Mhm. Wenn du die überhaupt verlierst. Ja, ich werde diesen Kampf durchaus gewinnen, weil du wirst sie natürlich rituell selbst umbringen, wenn du meine große Sinnflut da siehst. Das Monster wird sich rituell zerstören. Ja. Also Train macht ja keinen Sinn mehr, ne? Nee. Weil hier die drei Karten, da ich hätte zwar wieder Geld, aber... Also Tool würde uns halt auch mal natürlich einen Vorteil bringen. Würde uns nochmal ordentlich was raushauen, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich das... Vor allem wird das Ziel wieder... Ja, dann mache ich Recruit. Dann fängst du an. Ja, ich fange an. Ich darf einen wieder nur setzen, ne? Auf jeden Fall will ich alle meine Feste. Ich kann nochmal vier setzen. Dann mal drei. Ach, ja, so, genau. Und ich kann jetzt da einen in meinen Stronghold. Einfach nur fünf. In jeden Stronghold kann ich einen setzen, ne? Peter, Tabea fängt an, ne? Mhm. Also, ja, ich meine, ich kann ja nur das und das machen. Mehr kann ich nicht. Ja, du kannst halt überlegen, ob du natürlich die Shintos hinstellst. Nee. Oder die Shintos nach oben tust. Ja, wenn du kannst auch zwei Shintos nach oben auf einen tun. Zwei auf einen, genau. Ja, dann gewinne ich wahrscheinlich gar keinen Krieg. Nee, das macht schon Sinn so. Ich glaube, so ist besser. Was hast du gemacht? Ich habe einfach einen in jedem meiner Stronghold gesetzt. Marcel. So, haben wir hier Summon 1. Summon da. Und dann noch als Bonus: After you summon, you may place an extra Bushi in any of your strongholds. Dahin. Und dann: At the end of your recruitment date, you may place an extra Shinto on a shrine. Kann Hostage kann jede Figur, oder? Jenny? Als Hostage kann dann jede also außer dein. Genau, auch Monster. Das heißt, er kann auch mein Monster als Hostage dann da nehmen. Ich glaube, ja. Spricht ja nichts dagegen. Mhm. Das ist natürlich auch blöd. Okay. Wo kämpfen wir denn? Nutzen. Wir kämpfen zweimal gegeneinander. Oh. Drei gegeneinander. Das ist aber okay. Ihr kämpft zweimal gegeneinander und ich kämpfe mit Marcel zweimal gegeneinander. Das ist ein Geld, ja? Ja, aber ich kriege direkt noch drei. Ja, ich auch. Ja, eben. Deswegen. Also du hast deutlich mehr Geld. Irgendwas habe ich hier, glaube ich, fatal falsch gemacht. Wie viel Geld kriegst du noch vor deiner Phase? Nichts mehr, ne? Leider nicht. Hier bei uns stehen bricht wieder die Ehre alles, ne? Ja. Leider, ich hätte bei Benny noch gerne reingesetzt, aber der hat zwei, wie viel hast du? Ja, genau, der hat einen mehr. Ich hätte ja drei, hätte ich ja oben reinsetzen können, aber ich habe nur noch zwei von den Shinto. Was ein bisschen schade ist, weil hätte ich drei, hätte ich mir tatsächlich noch Tsukuyomi geholt. Und da komme ich ja auch jetzt an nichts ran. Weil ich nur noch einen habe. Das ist ja dumm. Ja. Dann... Und du kannst eine mehr, ne? Naja, one figure at each stronghold und dann an additional figure. Also ein hierhin, ein dahin, dann liegt hier potenziell vorne und da habe ich jetzt, bin ich noch einen hinten. Ne? Ja. Mal gucken. Genau. Ja, jetzt hast du es. Du bist fast mit dem Ding ja drauf, so groß wie der andere. Ja, eben. Wenn der sich auf den Stronghold draufstellt. Und wie. Einen hier. Jetzt ist die Frage, nehme ich dir die beiden Ronins weg. Nee, warte mal. Genau, und dann muss der dahin. Muss nicht. Der du kann auch dahin. Nee, ich meine, du kannst ja frei sammeln, oder? Ja, aber das ist der, den ich hier drüber mache. Achso, ja. Der muss zu einem Stronghold. So, jetzt ist die Frage.
Die bleiben, die kommen am Ende der Sache auch wieder runter, ne? Ja. Die bleiben das heißt, nicht erhalten. Das heißt, es wären jetzt die, wenn ich die jetzt da hinsetze, würde ich 2 Ronins kriegen, die mir potenziell. Wo wird zuerst gekämpft? Ja, nee, da, von den beiden. Die mich interessieren. Das heißt, da wird zuerst gekämpft. Ne? Das heißt, wenn ich den gewinne, kriegst du mein ganzes Geld. Ja. Das, was du eingesetzt hast. Ja. Wenn ich ihn verliere. Jetzt kommt das auch noch. Wenn ich ihn verliere, krieg ich dein ganzes Geld. Und dann habe ich hier gewonnen. Kriegst du noch Geld vor der Warface? Das hat nur Tabea, ne? Nee, ich hab's auch, aber das interessiert dich nicht. Nee, das ist alles, diese alles gut. Diese Runde interessiert dich das nicht. Nächste Runde dann genau. Vielleicht. Du hast 4. Ben hat das Potenzial 3 zurück. Vielleicht soll ich mich schon mal mit dem Kampf auseinandersetzen. Oh Gott, ich hoffe keine Chance. Ich gewinne, wenn ich die höchste Honor habe, ja? Wenn du die Force hast. Force, meine ich. Muss ich hier auch was drauflegen oder wird das einfach automatisch aktiviert? Das wird die Punkte für die meisten oder beziehungsweise für die Gedichte, die man auf den Kampf schreibt und so macht, auch nur derjenige, der da am meisten Geld drin hat. Peter, fertig oder hast du schon? Das ich bleib so. Okay. Dann 2 Geld für Grün. Mhm. Jetzt, nächste Runde wird der Tsukuyomi nicht so günstig weggehen, glaube ich. Zwei Punkte für mich, genau. 2 Ronin für dich. Genau. Und eine Karte für mich, wenn ich sie denn will. Zeig mal, was macht die nochmal? Die Karte. Right, those. Nee, die andere. Dankeschön. For each of your figures that is killed, you gain 1. Auf die partiere ich mal hier hin. Zahl 2. Und dann triggere ich die Spezialfähigkeit. When you spend any coin, you may give 1 spent coin to another player. If you do so, gain honor. Das ist ja voll gut für dich. Ja. And 2 victory points. 2? Da steht ja nicht 2. Komm. Da steht nur einer drauf. Tabea, was willst denn du mit deinem Geld? Es tut mir leid, aber guck dir das mal an. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, du hast recht, ja. Also ich krieg 2 Victory Points. Gegen ihn gewinnen will ich mit dem Geld. Und jetzt ist also Battleface, ja? Also kriegen wir. Wie viel Geld hast du? Ich habe keins. Okay. Du hast 5, ja? Ich habe ausgerechnet. Also erstmal gewinne ich dann jetzt gewinne ich einen Kampf. Ja. Aber ich krieg halt Punkte für Tote. Als erstes gewinne ich dann einen Kampf, wodurch ich ein Geld, einen Sieg bekomme. Jetzt gehen wir nach und nach. Erstmal einmal Warface. Ich habe 16. Ja. So viel Geld werde ich wahrscheinlich in diesem Spiel nie wieder haben. Das glaube ich auch. Tsukuyomi, 3 Runden lang jeweils 2. Das sind ja 6 Punkte. Das kriegst du nicht nochmal. Und dann kriegst du noch die 3 am Anfang. Ne? Irgendwie hast du ja auch. Hat er sich schon genommen. Ich habe ja das. Deswegen sage ich ja, ob er es hat oder nicht. Ja, aber das nach dem ersten Kampf liegt. Genau, ich kriege das ganze Geld, was er einsetzt im ersten machen. Kampf. Aber im zweiten Kampf kann ich auch alles Geld raushauen, weil du kämpfst noch gegen wen anders? Nee, das ist der letzte Kampf. Das hätten wir mal clever aufteilen müssen. Das ist 6. Weil das ist dann, der letzte Kampf. Na, hätten wir gut für alle anderen. Sonst wärst du, glaube ich, sehr mächtig. Gut. Dann geht's los jetzt. Der erste Kampf. Ich würde ja beim letzten Kampf alles raushauen. Der erste Kampf ist hier. Bitteschön. Dankeschön, ich kriege ein Geld. Ein Ronin. Nee, achso, man kriegt nicht das. Das kriegst du nur bei Harvest. Ja.
Der zweite Kampf. Ja. Dankeschön. Viel einfacher als zu kämpfen. Ne? Der dritte Kampf. Oshu. Jetzt. Ich nehme eine Hostage. Ja. Und damit habe ich gewonnen und deiner stirbt. Genau. Ich krieg für den Toten... Hättest du auch Poets nehmen können? Aber wolltest du nicht. Ach, das stimmt, ich hätte noch Poets dazu nehmen können, ja. Also, Hostage... Ja, ich nehme noch Poets dazu. Macht Sinn. Ja, ja. Okay, ich krieg einen Siegpunkt. Weil einer von dir getötet wurde. Ganz genau. Und... Peter kriegt auch einen Siegpunkt. Du kriegst immer einen Siegpunkt mit deiner Stärke? Jetzt ja. Aha, weil du das hast, ja. So, dann habe ich das und damit kriege ich 3. Genau. Dann Lila. Jetzt kriegst du 2 Geld von mir. Ja, genau. Warum? Weil ich die Provinz gewonnen habe und alles, was ich hier eingesetzt habe, kriegt er. Okay. So. Okay. Weiß ich, dass er genau 2 hat. Damit kann man trotzdem Deutsch planen. Wie hast du? Ich habe noch 3. Ah! No! Aha! Das heißt, du hast jetzt genügend Geld, um Seppuku zu begehen und zu singen. Ich kann jetzt Seppuku machen und singen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. Ja, ich das schaffe. Wenn du Seppuku machst, gewinnst du aber die Provinz nicht. Ja, ja. Wenn ich singe und Seppuku mache, bin ich A von der Honor hier oben. Ja. Der Singe macht ja kein Honor. Nur Seppuku macht Honor. Ja, yeah, aber... Wenn wir beide Seppuku machen, habe ich wiederum den Kampf gewonnen. Stimmt. Es ist schon intelligent irgendwie, finde ich. Jetzt ist halt die Frage, spiele ich auf Provinzen gewonnen zu haben? Weil danach, wenn ich jetzt das Ding hier gewinne, ist mir Nagato ja egal. Ja. Ja. Ein Stück weit, ne? Naja, wenn du Harvest machst, ne? Aber ja, aber ich meine... Harvest ist auch nicht schlecht. Also Damit hätte ich halt schon mal 2 Provinzen und dann bin ich schon mal dem einen etwas näher, ne? Das Ding ist aber, um zu gewinnen, wenn ich jetzt die Ronins schaffe, ja, dann hast du auch verloren. Sagen wir mal so, nein. Doch. Er hat auch noch Ronins. Ja, ich sag ja, wenn ich die Ronins schaffe. Also einer von uns kriegt dann nur seine Ronins rein. Ja, ja, klar. Du hast 3 Münzen, ne? Nein, ich habe 5 Münzen. 5? Oh mein Gott. Und es steht 3-3. Ne, es steht 4-3. Ne, der steht 3, ne? Das, ja. Der steht 3, genau. Es steht 4-4. Und im anderen steht es 2-1. Peterchen. Peter. Ja, ich weiß, was ich will. Ich noch nicht. Das ist gut. Ich weiß, gut, dass du mir zeigen, was du willst. Punkte bringen das Spiel, ne? Und der Verlierer gibt aber auch alle seine Münzen ab und kriegt dann die vom Gewinn. Du kannst aber Seppuku machen und danach die Ronins heiern. Mal kurz rechnen. Dann gewinnst du auch wieder. wenn ich beide schaffe. Ja, dann müsstest du Seppuku und Ronins machen. Ja, klar. Aber dann habe ich die Ronins nicht sicher geheiert. Oder nicht sicher so Pokémon gemacht. Oh, Jungs. Ja, es ist aber gerade auch wirklich spannend. Es ist mir jetzt egal, ich habe mich entschieden. Jetzt bist du dran. Ja gut, ich habe mich auch entschieden. Gut. Eigentlich ist es die logische Konsequenz, deswegen glaube ich, dass du weißt, was ich mache. Und deswegen überlege ich, ob ich was anderes mache. Na los. Du sammelst Siegpunkte? Ja. Ich glaube, ich habe gewonnen. Also Seppuku erstmal. Alle meine Figuren sind tot. Yes. Das sind 3, das müssen wir uns gleich merken. Ich bekomme für jede einen Siegpunkt, also 3 Siegpunkte bitte für Lila. 1, 2, 3. Und 3 Honor, aber das macht mir nichts. Und dann nochmal Hostage nicht. Nein. High Ronin haben wir gemacht. Du kriegst die Siegpunkte doppelt. Battle Outcome. Ja, genau. Deshalb habe ich hier noch hier stehen. Battle Outcome haben wir jetzt auch gemacht. Ne? Und dann haben Gain 1
Honor for every figure killed. Das waren halt meine drei, also nochmal drei für Lila. Nee, du kriegst aber hierfür ja drei Siegpunkte, wenn sie sterben. Und du kriegst ja auch für die Seppuku Siegpunkte, wenn sie sterben. Kriegst nochmal drei? Nee, ich krieg... Das war ich. Genau. Du kriegst drei, drei, drei. Eins, zwei, drei. Weil und for each of your figures that is killed. Ja, damit kriegst du drei Siegpunkte, aber mit dem Seppuku kriegst du auch Siegpunkte, genau, also für jeden. Ich krieg drei, also drei, sechs? Drei, ja. Genau, also neun Siegpunkte kriegst du insgesamt. Ja. Ja, ich meine, es hat dir. Die Ronin kannst du dir wegnehmen, die zählen noch weiter und ich krieg deine Geld. Ja, aber ist dir jetzt egal? Ja, aber ich krieg trotzdem. Ich will es einfach haben. Und ich krieg nachher Geld von dir, weil. Soll jetzt sagen, mir wird es. Du kriegst kein Geld von mir. Ich schmeiß. Soll ich dir laut sagen oder? Was ist denn? Welcher Kampf ist denn jetzt eigentlich? Jetzt ist erstmal der da unten. Jetzt ist der da und dann der da. Ach, jetzt ist erst der. Oh. Hast du Ronins? Nein, ich habe nichts, weil ich dieses Spiel nicht verstanden habe. Es gibt auch einen Clan, der hat übrigens jedes Geld ist ein Ronin. Das wäre mir jetzt sehr entgegengekommen. Ja. Ich hätte mir ja. Ich habe ja. Also, bam. Okay, du musst aber ein bisschen was einsetzen. Also. Das Problem ist, dass es eigentlich egal ist, wenn dann überall Geld drauflegen und es dann hat dann mehr als ich. Aber es ist doch eigentlich auch egal, oder? Also Figuren killen will ich ja vielleicht. Oh, warte. Wenn ich meine Figuren kille und die Geisel nehme, dann habe ich den Kampf gewonnen, weil ich... Da hat keine mehr Figuren drin. Nee, dann ist da kein Kampf mehr. Aber deine Turtle kannst du auch umbringen. Turtle hat aber Force 1. Mein Gott, ist das genial. Eben, das ist nämlich richtig beschissen. Was? Und was fehlt mir noch? Die 3. Nee, die 2. Dann gewinne ich da ja alles. Ja, eben. Das ist für mich cool. Ich sehe nicht, wie ich irgendwie was Sinnvolles machen kann. Aber du kannst Seppuku machen, Honor. Dann hast du nächste Runde richtig einen rausgehauen. Ja, aber dann bringt mir mein Monster nichts mehr. Wenn ich jetzt Seppuku im ersten Kampf zu viel zu sehr mache, also ich kann nicht eigentlich, also das könnte ich machen, aber im nächsten nicht mehr, weil dann... Ach, wenn sie Seppuku macht, kann sie dann noch die andere Action machen. Die welche? Die anderen. Natürlich. Also auch wenn keine Einheit mehr da ist, kann sie noch eine... Kann sie Higher Ronin, wie du ja auch hättest gerade gesagt. Ja, klar. Aber und kann sie dann... Take kann Hostage. Sie dann, okay, ohne dass jemand da ist. Ja. Aber er legt hier bei mir Geld drauf. Gleich. Das kriegst du aber alles. Für den Kampf. Du kannst es auch anders verteilen. So, jetzt. Oh, du musst ja auch nicht alles setzen, ne? So, hättest du mal. Richtig geil finde ich, dass diese Karten halt auch echt komplett austauschbar sind, weißt du? Mhm. Weil dieser List, das ist jetzt sozusagen so eine typische irgendwie, oder was ihr habt, diese drei Geld für jeden Kampf, in jeder Kampfphase. Das ist so eine Karte, die kann man dann im nächsten Spiel durch eine andere Karte ersetzen, die dann auch so eine Strategie dominiert. Ich spüre nicht, was ich mache. Der Verlierer, das Geld, was er draufgelegt hat, ist auch weg. Mhm. Des Verlierers Geld ist es weg. Ja. Der kriegt nur das, was ihm der Gewinner quasi gibt. Genau. Aber dafür alles. Da gibt es ja jetzt 3 Trilliarden Möglichkeiten. Vor allem, wenn ich gegen 2 kämpfe. Aber nur das, was du auch eingesetzt hast. Ja, ja. Also nicht das, was du nicht eingesetzt. Wieso, du hast so viel Geld? Wie kannst du da... Naja, aber alles, wenn ich jetzt alles sicher mache, kriegt Tabea das und dann gewinnt sie den nächsten Kampf. Eben. Und sie kann ja auch was nicht einsetzen. Wenn ich richtig viel einsetze, gewinnt sie auch den nächsten Kampf sicher. Ja, aber du kannst ja... Also du kannst du nicht schaffen, dass du beide Kämpfe gewinnst? Eigentlich musst du doch schaffen. Ja, es kommt auch aus. Aber ihr müsst ja sagen, wie viel Geld ihr gegenseitig habt. Ja, ja, sie hat 5, ich habe 16. Da kannst du beide Kämpfe mit gewinnen. Wie denn? Also ja, kann ich theoretisch, je nachdem, was Tabea macht, aber nicht sicher. Doch? Nein. Weil mein Geld, das ich einsetze, kriegt Tabea für den nächsten Kampf. Dann habe ich, wenn ich jetzt 10 setze, hat Tabea gleich 16. Hast du denn Rollins? Nein. Sondern du hast die normale Power. Richtig. Wir haben beide keine Rollins. Was willst du machen, wenn wir Hostage nehmen? Weiß ich noch nicht. Genau, sag mal, was du machst. Ja, aber du gewinnst doch. Also ich meine, was kann denn Tabea machen, damit du gewinnst? Genau, sag das mal. Jetzt sag mal, was kann denn Tabea machen, dass sie den ersten Kampf gewinnt? Den ersten nicht, aber den zweiten. Ja, aber im zweiten Kampf hast du doch alles Geld der Welt. Nee, dann hat sie ja mein Geld, wenn ich jetzt auf
Nee, was kann... Ja, aber wieso hat Tabea dein Geld nach dem ersten Kampf? Wenn ich das jetzt sicher mache, dass ich den ersten Kampf gewinne. Was musst du machen, damit du den ersten Kampf gewinnst? Gar nichts. Du musst nicht eine einzige Münze ausgeben, damit du den ersten Kampf gewinnst. Na, vielleicht doch. Und vor allem, vielleicht will ich ja die Punkte haben. Du musst nicht eine Münze ausgeben, damit du den Kampf gewinnst. Ja, aber... Du hast ihn gewonnen. Aber für die Hostage kriege ich ein... Geld in der nächsten Runde. Genau. Und für... Du hast ja 16, du siehst, wie leicht es an Geld zu kommen. Ich mach das mal so. Ich denke, das ist gut. Er hat noch Geld. Unterm Tisch. Okay. Warte. Okay. Na dann los. Also... Seppuku. Ich bringe mich um. Kriege dafür eine Honor und einen Siegpunkt. Genau. Dann nehme ich eine Hostage. Jawohl. Sehr gut. Und dann kriegst du... Und dann kriege ich noch einen Siegpunkt, weil meiner gestorben ist. Nee, du kriegst einen Siegpunkt, weil meiner gestorben ist. Das bin ich mit das hier, ne? Ja. Genau, nur für den Gestorbenen. Dann geht das Geld weg und ich kriege dein Geld. Und nee, das war meins, das hatte ich nicht eingesetzt. Achso, eins hast du nicht eingesetzt. Ja. Das hast du vier, ja? Ja. Ich hab noch Benni bekommt viele. Das Teil. Du hast noch viele. Darum ging's ja. So. Jetzt müsst ihr auch wieder sagen, wie viel Geld ihr habt. Ne? Ja, vier und du hast zwei, mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Da sterben von dir zwei. Auch hier kann man übrigens, wenn zwei Alliierte kämpfen oder sowas, ne, einer geht komplett auf Higher Ronin und einer geht auf Take Hostage zum Beispiel. Kann man sich auch absprechen, aber man kann jetzt kein Geld oder keine jetzt Ronin mehr austauschen. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr, ne? Du hast vier, ne? Mhm. Nee, jetzt hast du bei gar nichts eine Chance. Hoffe ich. Wieso ist der Benni? Fünf. Nee, 12. Nee, ich meine fünf Stärke, oder? Nee, wir haben beide vier Stärke da drin. Ja. Vier. Ah ja, okay. Das Ding ist, wenn du Seppuku machst, der zählt auch nur einen. Ne? Mhm. Und Figuren killen ist doof, weil die sind dann ja auch vom Feld. Was steht? Also Figuren sterben ist schon mal blöd. Die bleiben ja nicht für die nächste Runde stehen. Aber ich lehre. Das wäre für da oben da. Also im Prinzip, er hat 12 Geld, du hast 13 Geld, ne? 13. Und du wirst Hyrule Ronin nicht machen. Das heißt, ein Hostage ist immer nicht schlecht. Ja, aber ich habe mit meinem vier Geld komme ich nicht über ihn. Lass mich dir verraten, du wirst kein Hostage. Er kann beide gewinnen. Du kannst gerade. Also, oh ne, Imperial Codes kannst du noch machen. Weil es sterben ja jetzt. Es sterben 2 bis 3. Das heißt, du kriegst da 2 bis 3 Punkte. Ja, aber er kann ja überall. Nee, ich meine halt nur, es sind potenziell 2 bis 3 Punkte bei Imperial Codes drin. Aber also der Kampf, den wirst du verlieren, es sei denn, ja, er macht natürlich Seppuku. Werde ich den Kampf. Es sei denn, er macht Seppuku. So, also kannst du schon mal sagen, wenn du Seppuku möchtest, kriegst du deinen Seppuku. Naja, er wird ja keinen Seppuku machen, oder? Okay, das heißt, ich könnte, aber dann habe ich fast niemanden mehr auf dem Brett. Naja, aber mit Seppuku ist halt schon mal so, dass du wenigstens noch 2 Punkte kriegst. Mhm. Weil die sterben eh. Mit Imperial... Und nachdem du deine mit Seppuku getötet hast, kann er auch keinen Hostage mehr nehmen. Das ist mir egal. Ja, und Imperial Poets macht er eh. Aber wenn ich Seppuku gewinne, gewinnt Tabea den Kampf. Das ja, siehst du? Also es ist jetzt schon klar. Ja, okay. Du machst alles in Seppuku und er hat die Wahl, den Kampf zu verlieren. Das Geld ist eh weg, ne? Das Geld ist danach eh weg. Dann mache ich es mal bombensicher. Check. Ja. Ja, so ist es. Also Seppuku, 2 tot. Oh, kriegst du 2 Punkte. Und hier ist 2 ist ganz hoch. Genau. Was? Ja. Gain 1 und 2 Punkte kriegt er mehr. Dann Take Hostage ist nicht. Dann Ronin ist nicht. Battle Outcome, bitteschön. Und Imperial Poets, du kriegst 2 Punkte, Ben. Und das Geld ist dann auch weg, ne? Oh, und das Geld, genau, das kommt aber vom Gewinner, wer weiß, wo wir gewonnen hat, der behält das. Ja. So, Seasonal Cleanup haben wir jetzt gemacht, ne? Mhm. Discard Coins and Rollins. Haben alle Rollins weg? Ja, ne? Du hast auch dein Geld da. Und ganz viele Rollins. Ja, entschuldige bitte. Dann, Return Shinto.
Ja, da habe ich ja nicht. All figures on the shrines are returned to their owner's reserve. Gut, dass ich nach der ersten Runde jetzt verstanden habe, wie das funktioniert. Gut, dass, also ich habe noch weniger Figuren auf dem Feld als du. Ja. Meinst du? Wir zählen nochmal nach, Moment. Null. Die politischen Mandate alle zurück und mischen. Okay, nehmen wir jetzt die Papierkarten und nehmen wir. Und wer hat zuletzt einen gewählt? Peter, ne? Ja, und das heißt, Fabian. Nicht der Meister. Das heißt, diesmal habe ich nur eine Zug. Ah, aber jetzt gibt es ja noch was. Jetzt gibt es ja wieder coole Sachen, ne? Jetzt sind wir doch im Sommer. Jetzt ist kommt Sommer. Jetzt hier, der Frühling kommt weg, ne? Genau, der Frühling. Möchte jemand einen Knopfers Siegel? Oh, jetzt möchte ich ihn mal probieren. Tu mich mal anfixen. Und hier kommt jetzt, genau, da sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, wo die Karten sind. Hier, ich hab's. Ja, schon, bitte. Lies mal vor, was die alle können. Also, Justice haben wir, Gain 3 Siegpunkte. Whenever you kill one or more figures from a player with lower honor than you. Path of the Samurai, Bushi Upgrade. At the end of a recruit mandate, you may place an extra Bushi in any province. Mhm. Das, wer will das denn haben? The Way of the Ronin. At start of the war phase, gain 2 Geld. Way of Bushido. Das heißt jetzt wirklich Way of Bushido. At start of the war phase, gain 2 Geld and 2 Siegpunkte per different virtue you have. Für was? Different virtue you have. Ach, Virtue sind diese blauen, ne? Ja. Dann haben wir hier Way of the Ronin. Oh, die kosten 3. Oni of Souls, das ist hier wieder ein Monster. If you win a War Province Token with this monster, gain 2 Punkte for each Oni you have. Each was? Für jedes Monster, also für jeden Oni. Jedes Monster. Also du hast den Oni of Souls. Ich habe den Oni of Skulls. Ich habe nämlich Kumarino, das ist kein Oni. Und hier ist noch ein Oni of Blood. Counts as 2 Force or 4 Force in any province where you have the lowest honor. Wichtige Info für dich, du brauchst kein Cry Havoc. Das Spiel macht einfach alles besser, was Cry Havoc macht. Vor allem die Kampfphase. Die ist bei Cry Havoc einfach so interessant. Dann haben wir noch Respect. You may take an additional hostage whenever you take hostage in battle. Oh. Path of the Serpent. Shipping route upgrade. You may charge other players one guild in order to cross each different shipping route with their figures. Also das heißt, dann nimmst Geld für jede von diesen Dingern ein. Und dann haben wir hier noch Yuri. Counts as Daimyo with 2 Force. Daimyo with 2 Force. Und hier mach die mal zur Seite. Alter, sind die alle teuer. Ach, das so, ist ja. Geld. Also, das verstehe ich nicht. Genau. Give each player their 500 Income. Wer kriegt jetzt was? Ich krieg 6. 4. Sieben. Und ich krieg jetzt einen von dir? Nee, vom Bank. Genau, die Hostages noch? Der wird dir auch noch. Der ein wird dir auch noch gezahlt. Das ist ja unglaublich. Ein für Benjamin's Ding. Danke. Oh. Return only any hostages, each granting one coin from the common pile. Achso, ich habe auch noch einen Siegpunkt gekriegt für die. Du hast noch einen Siegpunkt für die Hostage bekommen, ne? Hast du den gekriegt? Haben die auch einen für die Hostage gekriegt? Ja, deswegen fragte ich gerade. Ach stimmt, ich krieg von dir noch einen, ne? Das heißt, du einen weniger, ich einen mehr. Genau, und Tabea auch genauso für die Hostage. Einen mehr und von Ben einen weniger, ne? Genau. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Warte mal, ist das noch Sale hier? Das war alles noch Sale machen.